Mein Name ist Bastian und ich bin 21 Jahre alt. An Gott geglaubt habe ich eigentlich schon immer, aber ich wollte lange Zeit nichts mit ihm zu tun haben. Meine Eltern sind Christen und leben auch so, aber sie haben mir in der Erziehung viele Freiheiten gelassen. Und mit 13 oder 14 Jahren habe ich dann auch begonnen, diese Freiheiten in negativer Weise auszunutzen. Ich habe angefangen zu rauchen, bin auf Partys gegangen und habe auch immer mehr Mist gebaut, Sachen kaputt gemacht oder bin mit anderen einfach rumgezogen und habe abgegammelt einfach nur. Zu Hause lief es dann auch nicht besser. Ich hatte einen eigenen PC in meinem Zimmer und auch Internetzugang und das habe ich auch angefangen immer mehr auszunutzen, indem ich Gewaltspiele gespielt habe und auch immer mehr in die Szene da reingeraten bin. Aber auch indem ich Musik oder Pornos runtergeladen habe. Das alles hat mir sehr viel Spaß gemacht zu der Zeit, aber die Konsequenzen, die sich daraus ergeben hatten, waren einfach sehr schlecht und haben immer mehr angefangen, mich zu belasten und mein Leben kaputt zu machen. Ich war immer mehr isoliert, habe keinen mehr an mich rangelassen, einfach weil mich auch diese Schuld von anderen getrennt hat. Und ich habe gesehen, ja, wie ich und auch andere Leute in meinem Umfeld daran kaputt gehen. Mit 17 bin ich dann von meiner Schwester mehr oder weniger auf ein Taufseminar geschleppt worden. Dort habe ich die grundlegenden Dinge des Glaubens noch einmal hören dürfen. Und dort war das erste Mal, wo Gott persönlich zu mir gesprochen hat und wo ich ihn persönlich erfahren durfte. Und wo mir klar wurde, dass ich einfach eine Menge Schuld in meinem Leben hatte. Und dass ich verloren bin, wenn ich Jesus nicht habe. Und ich konnte nach dem Seminar zu meiner Schwester gehen und wir sind an einen stillen Ort gegangen und haben einfach zu Jesus gebetet um Vergebung und um Freiwerden von dieser Schuld. Gott hat mich von dieser Schuld befreit und er hat mir auch die Kraft gegeben, das vor anderen Menschen einzugestehen. Insbesondere von meinen Eltern, die ich auch lange Zeit bestohlen hatte, um mir die Sachen wie Rauchen zu finanzieren. Und wo es mir da besonders schwer gefallen ist, ehrlich zu sein. Ich durfte einfach erleben, wie ich auch von diesen Dingen frei werden durfte und wie Gott mich auch nicht losgelassen hat und auch immer mehr die Dinge aus meinem Leben ausgeräumt hat. Und heute bin ich einfach froh, dass die Schuld aus meinem Leben weg ist und dass ich Jesus einfach kennenlernen durfte und mit ihm leben darf.